Hallo und herzlich willkommen zur 15. Etappe des Giro d'Italia. Heute von Tolmezzo nach Sappada. 174,7 ziemlich schwere Kilometer warten auf die Fahrer. Favoriten für die heutige Etappe sind Vincenzo Nibali, der gestern seinen Vorsprung ausbauen konnte. Dieses Bild, ne, diese Miniaturansicht seines Bildes sieht irgendwie null nach ihm aus. Es sieht irgendwie aus, als hätte man da ein Double genommen, weil man für den echten Nibali kein Geld hat oder so. Naja, Mikel Landa, Simon Yates, Tom Dumoulin, Domenico Pozzovivo, Bauke Mollema, Miguel Angel Lopez, Jakob Fuglsang, Davide Formolo und Geraint Thomas. Wir sehen uns nach einer kurzen Ladezeit, die ihr nicht seht. Hallo, herzlich willkommen zurück beim Giro d'Italia. Nur noch zu siebt geht das Team Austria Cars heute in die nächste Etappe. Danny McLay führt das Feld gleich mal an und Santa Romita, wir müssen uns daran gewöhnen. Wir müssen uns unseren Startplatz hier erstmal wieder erkämpfen und können nicht nach gut Dünken angreifen sozusagen, sondern müssen hier erstmal wieder nach vorne fahren und können dann die Attacke starten. So werden wir es jetzt auch tun, so wie ihr das gewohnt seid. Daniel McLay und Santa Romita, beide greifen sie wieder an. Hand in Hand, könnte man sagen. Und, meine Güte, das weiß ich nicht, ob ich das geil finden soll, was hier gerade passiert. Alexis Vuillemot greift an. Der Franzose, neunter in der Gesamtwertung. Und dann so eine Attacke, das gefällt mit Sicherheit nicht jedem Hauptfeld. Auch der Führende in der Bergwertung greift an. Das finde ich jetzt gar nicht mehr so tragisch. Damit habe ich gerechnet. Harrison Pantano will natürlich sein Bergtrikot verteidigen und ist deshalb mit dabei bei diesem Angriff. Sosa, auch er, macht Tempo im Feld, möchte wohl auch noch ein Teil dieser Gruppe werden. Es gibt noch einige weitere Attacken von Leuten, die heute gerne in die Ausreißergruppe des Tages reinspazieren würden. Der erste Anstieg, der heute ansteht, ist verdammt lang, nicht wirklich steil. Und daher nur einer der dritten Kategorie. Und ich sage bewusst nur, wenn man mal guckt, wie verdammt lang sich das zieht, das Ding. Wahrscheinlich wird halt nur dieser Gipfel hier oben gezählt. Und das hier unten wäre sozusagen ein eigener Berg, der halt nicht kategorisiert wurde. Also sehr, sehr langer Anstieg. Dann geht's bergab zur Sprintwertung. Dann ein Aufstieg und am Fuße des nächsten Berges wartet die zweite Sprintwertung. Dann ein Anstieg der zweiten Kategorie. Und dann geht es wieder bergab. Nächster zweite Kategorieberg, kurze Abfahrt, zweite Kategorieberg und dann geht es ins Ziel. Und da schauen wir mal, was das für eine Kategorie ist. Das ist gar keine Kategorie tatsächlich am Ende. Gibt es keine Bergpunkte, mein lieber Mann. Dafür aber 25 Punkte in der Sprintwertung. Ich verstehe nicht genau, warum. Aber es muss wohl so sein oder so. Ich weiß nicht. Das ist der Stand in der Sprintwertung, das hier in der Bergwertung. Also ausbaufähig. Definitiv ausbaufähig. So, McLay, du brauchst jetzt hier eigentlich gar nicht großartig dich anstrengen. Dranbleiben wäre schon genug. Das wäre nur wichtig, wenn er es schaffen könnte. Wird schwierig, das weiß ich. Oh Mann, so wie alles in diesem Spiel schwierig ist. Also, ich kümmere mich mal wieder kurz um die Strategie. Damit die hier wieder automatisch fahren können. Ja, Andreas Stauff, ich habe es schon gesagt. Ich habe es schon erwähnt. Er hat es leider nicht geschafft. Ist leider nicht mehr Teil des Pelotons beim Giro d'Italia. Er ist leider rausgefallen. Konnte da nicht mitfahren. Hat gestern das Zeitlimit leider verfehlt. Und ist deshalb nach Hause gefahren. Sehr, sehr schade. Ich hätte es ihm natürlich gegönnt, dass er diesen Giro hier übersteht. Und jetzt scheint es so, als wäre Danny McLay gleich platt. Und das 30 Kilometer vor dem Ende des Anstiegs. Also das ist alles andere als perfekt. Vielleicht haben wir Glück und es wird jetzt ein bisschen ruhiger, sodass sich McLay nochmal ein bisschen
erholen kann. Schön wäre es. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Schauen wir mal. Geht halt, wie gesagt, stetig bergauf. Wichtig wäre, dass er es jetzt noch über diesen einen Anstieg schafft. Dann hat er eine kurze Abfahrtzeit, um sich nochmal zu erholen. Aber so wie es hier aussieht, schafft er das nicht. Fällt jetzt gerade zurück aus der Gruppe, die mit 24 Fahrern, abgesehen von ihm, natürlich auch sehr, sehr groß ist. Das muss man auch sagen. Wobei, ja, komm, ja, könnte er schaffen. Vielleicht hier doch noch über den Hügel mit drüber zu drücken. Und dann in der Abfahrt nochmal ranzurollen an die Gruppe. Aber die nimmt ihm jetzt sogar bergab wertvolle Sekunden ab. Und gleich geht's auch schon wieder hinauf. Also das ist hier alles auf Messerschneide. Santa kann sich schon mal Getränke holen in der Zwischenzeit. Ja, und Danny McLay so nah und doch so fern. Das wird nichts. Und das ist sehr schade. Aber so wie es aussieht, wird er hier wieder nicht reinkommen können. Fährt hier wieder hinter der Gruppe her. Jetzt merkt man halt doch diese Werte, ne? Ihr habt es oft angesprochen in den Kommentaren. Hügelwert und so weiter. Der ist halt bei McLay nicht gegeben. Und jetzt so langsam aber sicher merkt man es. Und wenn wir so einen Wert hätten, das wäre jetzt natürlich Gold wert. Bisschen Rückstand hat er noch. 2 Minuten jetzt schon. Das ist halt zu viel, denn der zweite Kategorieberg, der beginnt jetzt gleich erst. So wirklich. Das ist einfach viel zu viel Rückstand, den er jetzt schon hat. Sosa hat es im Endeffekt also doch geschafft. Wir können hier mal ganz kurz gucken, wer so alles in der Ausreißergruppe ist. Wir haben Petilli, wir haben Cataldo. Dann Tolhoek ist wieder mit dabei, genauso wie Pantano. Lamartink ist auch mal wieder mit dabei. Roland, Henao, Sergio Luis, Henao, Dupont, Santa Romita, Sprefico, Buck, Latour, Guillermo, Baumann, Sosa, Machado, Tangert, Dechent, Freile, Gonçalves, Martinez, Durasek, Marangoni und Nakane. Eigentlich auch noch Danny McLay, aber der ist gerade in einer kleinen Selbstfindungskrise. Und ja, damit schickt er halt auch irgendwo Santa Romita so ein bisschen eiskalt duschen. Denn der, an dem liegt es jetzt sozusagen. Der ist jetzt der, an dem alles hängen bleibt. Sowohl die Berg- als auch die Punktewertung. Zumindest momentan sieht es so aus. So, 3,3 Kilometer noch. Ich bin hier schon ganz paranoid, was den Pantano angeht. Roland macht das Tempo. Natürlich will auch Martinez heute wieder Punkte holen. Den dürfen wir nicht außer Acht lassen, auch wenn er gestern gar kein Thema war. Heute ist er halt wieder mit dabei. Und damit auch wieder ein Thema. Und wofür Roland Tempo macht, das sieht man ganz deutlich. Pantano und Martinez, beide sind auf dem Sprung. Und das merkt man. Also die schauen beide, wann sie angreifen können. Jetzt allerdings, machen wir es mal andersrum, Santa Romita. Der Erste, der hier angreift. Um die Punkte zu holen. Und das schafft er wohl auch. Ja, das sieht super aus.
Santa holt sich die Punkte. Zweiter wird Omar Freile und damit sind es nur noch 5 Punkte Abstand zwischen Pantano und Santa Romita. So, McLay, oh je, der ist schon wieder im Feld. Ist schon wieder auf dem Boden angekommen. Sehr schön. Also, das ist hier gar nichts, was wir von Daniel McLay sehen. Es ist sehr, sehr schade, aber was willst du machen? 23 Fahrer ist die Gruppe noch groß. Es ist noch ein weiterer zurückgefallen. Das ist Marangoni von der Nippo Vini Fantini Mannschaft. Ja, was soll man dazu sagen? Ist halt so. Als nächstes gibt es also gleich die Punktewertung. Und Daniel McLay, der ist hinten aus dem Feld rausgefallen. Ach du liebe Zeit. Das kann ja heiter werden. Ist zum Glück nicht der Einzige. Ben Fatto hat es auch erwischt. Aber gut ist das natürlich nicht. So, Bovin, der sollte mal lieber hier bleiben. Von der Anordnung her. Santa kann sich nochmal Getränke holen. Und es gibt einen Sturz in der Gruppe. Santa kommt durch, aber einige andere nicht. Lamartine, Dupont, Pitilli, Sprefaccio, Tolhoek und Nakane sind gestürzt. Glück für Marangoni, der jetzt wohl leichter in die Gruppe zurückkommen wird, als ohne den Sturz. Also auf einmal sind es nur 17 Fahrer, weil sich hier einige hier Bekanntschaft gemacht haben mit dem Asphalt. Lamartine, der will immer noch seinen Etappensieg, das ist ganz klar. Zweimal war Santa Romita ihm im Weg, hat ihn da ausgetrickst sozusagen. Zweimal wurde er Zweiter hinter Ivan Santa Romita und ich wette, Mauritz Lamartine, warum sage ich es immer falsch rum, wird gekotzt haben, als er ihn in der Gruppe gesehen hat, das erste Mal heute. Er wird sich wahrscheinlich nur denken, Alter, lass mich doch einfach in Ruhe. So, die Gruppe kommt jetzt gleich wieder rein. Schließt gleich zu den Ausreißern auf. So, wer ist denn hier noch dabei? Machen wir mal Ali Ibrahim mit rein. Machen wir mal alle mit rein gerade. Dann können die eigentlich auch mal alle auf McLay warten, oder? Nee, alle ergibt eigentlich keinen Sinn. Aber zumindest mal Ali Ibrahim kann mal kurz warten auf Daniel McLay. Denn der braucht, glaube ich, Unterstützung. Das ist alles nicht so top hier, was McLay angeht. Mein Santa holt Punkte, das ist schon okay. Auf Santa Romita ist halt auch Verlass, das muss man schon sagen. Das ist alles nicht schlecht. Aber optimal ist es halt nun mal auch nicht. So, Santa muss jetzt Roland hier übersprinten, weil der aus irgendwelchen Gründen meint, er ist der nächste Sprinter. Also 106 Punkte für Santa Romita insgesamt. 107 für McLay, 101 für Demar und 98 für Nibali. Heißt also, es sieht gut aus für Vincenzo Nibali. So viel kann man auf jeden Fall sagen. So, und jetzt versuchen wir hier immer noch Daniel McLay wieder in die Gruppe zu integrieren. Also in die Gruppe ins Feld, meine ich. So schwer ist die Bergetappe heute nicht. Ist eher so eine, ja, so eine Berg- und Talfahrt halt. Aus Sicht der Punktewertung müssten wir eigentlich hoffen, dass die Gruppe durchkommt. Mal so gesehen. Apropos Punktewertung, gleich ist es auch wieder soweit. Gleich müssen wir uns da wieder nach vorne orientieren, um die Punkte einzuheimsen. Aber, ja, wie gesagt, ja, eigentlich, wenn die Gruppe durchkäme, wäre schon top. Gerade weil es heute halt so viele Punkte gibt.
Weil wenn die Gruppe eingeholt wird, können wir damit aus, können wir damit rechnen, dass, können wir damit ausgehen, genau. Ne, können wir damit rechnen, dass sich Nibali die Punkte sichern wird. Zumindest, ja, vielleicht nicht alle, aber einige. Und das ist ja alles andere als in unserem Sinne. Wie ihr wahrscheinlich wisst. So, Santa, einmal nach vorne. Jawohl. Gibt die nächsten Punkte für Ivan. Und damit erstmal die Führung in der Punktewertung. 114 Punkte hat er jetzt. 107 hat McLay. 98 hat Nibali. Auch Lammertink. Auf den muss man ja auch aufpassen hier. Auf den Niederländer, der da vorne gerade fleißig Tempo macht. Und natürlich ist es jetzt auch nicht unbedingt förderlich, dass wir hier so zweigleisig fahren. Mit Berg- und Sprintwertung. Denn das kostet natürlich auch Kraft wie Sau. Das ist schon klar. Aber was willst du machen? Nächster Anstieg der zweiten Kategorie. In Sachen Punktewertung ist bereits alles erledigt, ohne dass McLay eingegriffen hat. Leider. Und das war schon keine schlechte Idee, mit Santa Rumita den einen oder anderen Punkt mitzunehmen, um halt einfach auf der sicheren Seite zu sein. Denn jetzt sieht alles so aus, als wäre Santa unser Trumpf in der Punktewertung und eben nicht Daniel McLay. Denn der kommt momentan einfach nicht klar, obwohl er wieder gesund ist. Doch das merkt man nicht, was die Leistung angeht. Jeder Anstieg ist für ihn hier gerade so ein bisschen tödlich. 3,4 Kilometer noch. Bis zum Ende dieser zweiten Kategorie Bergwertung. Wahrscheinlich hat Lotto NL Jumbo wieder so viele Fahrer in die Ausreißergruppe geschickt, einfach wegen der Teamwertung. Selbiges hat wahrscheinlich Astana getan. Nur Bahrain Merida zieht dann nicht mit. Die ja in der Teamwertung auch ziemlich gut platziert sind. Heute allerdings ja nach wie vor hinten bleiben bei ihrem Kapitän, bei Vincenzo Nibali. Und wer kann es ihnen verdenken? So, Durasek wollte angreifen. Ich habe das mal ganz elegant unterbunden. Jetzt haben wir halt das Problem, dass Santa schon so gut wie platt ist. Und jetzt Attacken folgen, das ist genau die falsche Idee, aber was willst du machen? Ja, Santa macht hier gar nichts. Kannst du gerade vergessen. Drum bremsen wir jetzt wenigstens nochmal ein bisschen Patano aus, das können wir ganz gut. Und dann schauen wir mal, was vorne abgeht. Also, Williamo holt sich die Punkte. Dann Henao, Latour, Degent, Gonçalves und Buhmann. Damit also mehr oder weniger unveränderte Situation in der Bergwertung. Santa bleibt 5 Punkte hinter Pantano, weil dieser eben auch nicht gepunktet hat. Gut für uns, muss man ja mal sagen. So. Jetzt haben wir 30 Kilometer Zeit bis zur nächsten Bergwertung. Sosa ist auch schon zurückgefallen. Lammertink kann auch nicht mehr folgen. Und auch Petilli ist jetzt hinter der Gruppe. Keiner möchte Tempoarbeit machen. Außer Santa Rumita. Auch das ist jetzt natürlich alles andere als geil. Muss Santa jetzt die ganze Arbeit alleine machen? Das ist nicht gut. Ja, es geht zwar bergab, aber was bringt das schon? Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, Junge. Komm, 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 komm. Fight, 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 fight. Ja, sind wir drin. Jetzt sind wir drin. Perfekt. Und jetzt hole ich Getränke. Dann kann er sich gleich ein bisschen erholen. Uiuiui, mein lieber Mann. Das kann jetzt gleich lustig werden, die Bergwertung. Praktisch völlig platt. Viel Spaß. Kann ich da nur sagen. Oh Mann, ich hoffe, wir können uns hier noch ein bisschen erholen. Bis dorthin. Und mit ein bisschen meine ich, ja, eigentlich bräuchten wir eine Kur. Wir müssten eigentlich gerade eine Kur beantragen, mehr nicht. Das wäre das Einzige, was jetzt noch hilft. So, Lammertink und Nakane werden eingeholt vom Hauptfeld.
das auch schon sehr klein geworden ist. Simon und Co. auch weit zurück. Ibrahim, McLay haben Besuch von Högert bekommen. Bovin und Benfato. Also ich wage die Prognose, Benfato schafft es heute nicht. Jetzt habe ich den P-Bug. Geiler Moment dafür. Ich wette die Prognose, Benfato schafft es heute nicht ins Zeitlimit. So, Santa. Gut, war jetzt der Fehler vom P-Bug und so. Aber ich glaube, auch sonst hätten wir hier keine Chance gehabt, um diese Bergwertung jetzt mitzufahren. Von daher heißt es wieder ordentlichen Rhythmus fahren. Vielleicht beim nächsten Anstieg dann wieder eine Chance für uns. Aber so wie es aussieht, wird das Feld uns jetzt gleich erstmal einholen. So, Latour macht vorne das Tempo für Vuillermoz und für sich selbst vielleicht auch. Santa jetzt natürlich mit Problemen. Der wird wahrscheinlich gleich eingeholt. 3,8 Kilometer Vorsprung, der schmilzt wie ein Eis in der Sonne. Und hier sind jetzt halt auch alle dabei, die Rang und Namen haben. Santa gleich nicht mehr. Den haben sie jetzt eingeholt. Gucken wir mal, ob wir hier dabei bleiben können in dieser Gruppe. Mit Nibali und Co. Oder ob nicht. Oder ob nicht, vor allen Dingen. Das, glaube ich, ist das, was zutrifft. Hier fällt zurück Igor Anton, Sebastian Henao und Craig Andersen ebenfalls. Jan Hirt, ja, der fightet noch. Ebenso wie Santa Romita. Beide so ganz schön am Strugglen, aber jetzt fallen sie raus aus der Gruppe. Vorne gab es doch bestimmt schon Punkte, oder? Nein, die gibt es jetzt. Also, ich habe es nicht gesehen, wer gewonnen hat. Aber niemand von den üblichen Verdächtigen. Denn Pantano und Martinez, die sind hier hinten. Heißt also 95 Punkte, Pantano 90 Punkte, Santa Romita. Alles bleibt beim Alten. Alles gut aus unserer Sicht für den Moment. Santa ist zurückgefallen, also das war's mit ihm und mit dem heutigen Tag. Schade. Aber was willst du machen? Machen wir mal automatisch. Ja, und jetzt können wir eigentlich den Rest des Rennens in Ruhe anschauen. Vuillermoz und Omar Fraile sind vorne, also der 9. und der 25. Sehr couragierter Auftritt heute vom Franzosen Alexis Vuillermoz. Wenn das aufgeht, könnte er einen Sprung in der Gesamtwertung machen. Buhmann und Sergio Luis Henao sind dahinter. Dann Thomas de Gendt, gefolgt von Pierre Latour. Dann die Gruppe mit Pantano, Gonçalves, Martinez, Roland und Tolhoek. Und dann schon das Hauptfeld mit unter anderem Vincenzo Nibali. Und der hat doch einige Helfer an seiner Seite. Izagirre, Mohoric, Visconti und Pozzovivo. Alle noch mit dabei. Das ist nicht schlecht. Brambilla sieht jetzt so aus, als würde er angreifen. Letzten 20 Kilometer jetzt bis zum Ziel. Vorne immer noch Fraile und Vuillermoz. Die kämpfen jetzt um die nächste Bergwertung. Schauen wir uns mal diese Ansicht an. Fraile und Vuillermoz, also vorne. Jetzt greift Vuillermoz nochmal an. Dann Henao, Buhmann und De Gendt. Dann wahrscheinlich die Gruppe mit Pantano. Boah, die schon einiges an Abstand haben. Martinez, Gonçalves, Pantano, so ist es. Also schon ganz schön Rückstand und dann das Hauptfeld. Also alles eng beisammen. Gleich gibt es die Wertungsabnahme, zweite Kategorie. Fraile greift an, holt sich die Punkte vor Vuillermoz. Dann schauen wir mal, De Gendt ist nochmal zurückgefallen. Also Sergio Luis Henao wird Dritter, dann Buhmann und De Gendt. Und dann wird wohl Pantano sich noch einen Punkt sichern. Bisschen was gibt es hier noch zu holen? Harrison Pantano, der mal Führende in der Bergwertung.
Holt sich nochmal einen Zähler, hat damit 96, Santa Romita 90, Nibali 52. So, und hier haben wir das Hauptfeld mit Vincenzo Nibali. 10 Kilometer bis ins Ziel. Die Marke ist jetzt von den Führenden gerade erreicht. Freile hat Vuillermo abgehängt mit dieser Bergwertung und fährt jetzt alleine aufs Ziel zu. Wir gönnen uns hier gerade nochmal ein paar Gels. Wo ist denn Santa Romita eigentlich? Der fährt jetzt den Anstieg hinauf, hinter Navadauskas. Ja, also schon relativ weit weg vom Schlag. Muss man halt einfach so sagen. Hier ist die Gruppe mit Nibali und ganz vorne Oma Freile. 6 Kilometer bis zum Ziel, gleich ist er bei der 5-Kilometer-Marke. Noch hat er einen Vorsprung von einer halben Minute auf Vuillermo und der sieht auch nicht mehr so ganz frisch aus. Also könnte sein, dass der Spanier hier den Etappensieg holt. Gesamtwertungsmäßig wird hier allerdings nicht viel gemacht. Landa hat attackiert, hat da versucht nochmal wegzukommen, aber der wird sofort eingeholt von der Gruppe. Und hier gibt es eine kleine Lücke, aber auch die wird jetzt wohl wieder eingeholt oder wird jetzt wieder geschlossen von Damiano Caruso. Ganz vorne Oma Freile, der jetzt über eine Minute Vorsprung hat. Also Vuillermo scheint Platz zu sein. Und der Weg zum Etappensieg für Freile scheint geebnet. So, im Hauptfeld jetzt auch nicht mehr so das Tempo. Bahrain Merida lässt es ruhig angehen. Kontrolliert vorne und auch hinten hält Pozzo Vivo Ausschau. Sehr interessante Taktik. Nibali souverän, lässt hier kein Anzeichen von Schwäche durchblicken und Oma Freile schnappt sich vorne den Solosieg. Vuillermo wird einige Sekunden gut machen. Schauen wir mal, wie fies am Ende sind und jetzt gibt es hinten nochmal Attacken. Pantano kriegt im Ziel keine Punkte. Mikel Landa probiert es nochmal. Nibali und Yates dahinter. Ja, und Landa ist noch vorne, aber jetzt kommt Simon Yates und jetzt gibt es den Schlusssprint. Vincenzo Nibali besiegt wieder mal alle, wird hier am Ende Fünfter? Nein, Vierter sogar noch. Also auch in der Punktewertung wird er wieder ein paar Punkte gut machen. Das ist natürlich alles andere als gut. Lopez, Mollema fallen ein bisschen zurück, auch George Bennett, Reichenbach, Soler, Roglic auch heute wieder kassierte etwas Zeit. Das ist natürlich für ihn alles andere als prickelnd. Tja, und damit haben wir also einen Sieger. Erster Etappensieg bei diesem Giro d'Italia. Jetzt auch für das Team Astana. Oma Freile schnappt ihn sich. Ist also der Attacke von McLay und Santa Romita gefolgt, so wie viele, viele andere. Und kann am Ende sich also über einen Solosieg freuen. Er gewinnt vor Alexis Vuillermo und Sergio Luis Henao. Vierter wird Nibali, fünfter Degent, sechster Cohen Buhmann, siebter Tom Dumoulin, achter Simon Yates, neunter Damiano Caruso und zehnter Geraint Thomas. Damit in der Gesamtwertung weiterhin Vincenzo Nibali im rosa Trikot. Er macht einen unantastbaren Eindruck. Zweiter Mikel Landa, dritter Simon Yates, vierter Tom Dumoulin. Auf Platz 5 jetzt Alexis Vuillermo, sechster Damiano Caruso, dann Bauke Mollema, Davide Formolo, Primoz Roglic und Geraint Thomas. In der Bergwertung führt also weiterhin der Kolumbianer Harrison Pantano mit 96 Punkten. Ivan Santa Romita auf Platz 2 mit 90 und dritter Vincenzo Nibali mit 52 Punkten. Das ist also hier auch noch nicht entschieden. Aber erstmal Glückwunsch für Pantano. In der Punktewertung führt jetzt Ivan Santa Romita mit 114 Zählern. Ganz, ganz knapp vor Vincenzo Nibali. Der hat 112. Dritter Daniel McLay 107. Vierter Arnaud Demar 101 und dann Simon Yates und Tom Dumoulin mit jeweils 89, also ja, Trostpreis für Santa Romita. In der Nachwuchswertung, ja, gleiches Bild wie immer. Lopez führt sie an, souverän vor Soler und Mohoric. Pierre Latour hat sich heute ein bisschen verbessert, genauso wie Buhmann.
Ich glaube, die sind beide ein bisschen geklettert in der Gesamtwertung durch die heutige Performance. Und dann die Teamwertung. Lotto NL Jumbo führt weiterhin vor Bahrain Merida und Astana. Auch da ist das letzte Wort mit Sicherheit noch nicht gesprochen. Tja, was soll man sagen? Es klappt halt doch nicht alles so zu 100%. Ne, muss man einfach mal sagen. Santa verliert halt auch Plätze in der Gesamtwertung, aber das ist nebensächlich. In der Sprintwertung führen wir immerhin, aber wir sind halt auch irgendwo geschlagen. Also es ist so ein Mittelding. Bergwertung, ja, sind wir noch vorne mit dabei, aber es wird eng auf jeden Fall. Und da wir gerade in den letzten beiden Etappen nicht die beste Performance gesehen haben, weder von Santa Romita noch von McLay vor allen Dingen, ja, ist natürlich ein bisschen Wehmut dabei. Gab es jetzt gerade einen Ruhetag? Das kann sein, ne? Schauen wir erstmal. Formhöhepunkt für Alhamadi. Hoppala, das möchte ich gar nicht. Formhöhepunkt für Alhamadi. Schön, schön. Ergebnisse der Tour de l'Ain. Die hat Guillaume Martin gewonnen vor Joe Dombrowski und Thomas de Gant. Dann 200 Euro haben wir bei der Tour of Norway gewonnen. Das ist auch nett. Dann hat Mateusz Tatsiak die Baltic Karkonosche Tour gewonnen. Daniel McLay kommt mit dem traditionellen Trainingsstil nicht zurecht. Das ist ja super. Das ist ja ein toller Schinken. Modern. Man braucht da diesen Trainer. Und zwar ist dieser Ahlberg oder wie der heißt. Ja, genau. Muss einen abgeben. Würde ich jetzt einfach mal sagen, Simon, weil er halt schon 27 ist. Genau, stecken wir den mal hier rein. Passt schon. Moment, nicht weiter, sondern wir haben hier noch Mails. Training von Sokol. Ja gut, das ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. So, als nächstes also eine flache Etappe. Ja, die gibt's auch. Ein Zeitfahren, stimmt, das ist ein Einzelzeitfahren. Beim Giro d'Italia wird für uns wahrscheinlich relativ unspannend sein, aber in der Gesamtwertung könnte es ganz interessant sein. Ja, für uns geht es eigentlich nur darum, anzukommen, Kräfte zu sparen. Und dann beginnt auch die Tour de Fjords, noch ein norwegisches Rennen, wo wir wahrscheinlich auch relativ, ja, ambitionslos möchte ich nicht sagen, aber es passt halt, wo wir halt auch relativ ambitionslos sein werden, vermute ich. Nehmen wir mal wieder welche mit, die keine Renntage haben in ihrem Kalenderchen. So, simulieren wir die erste Etappe mal. Also, schauen wir mal. Ja, gar nicht mal schlecht. Daryl Impey gewinnt vor Andreas Wangstadt und Rodolfo Andres Torres. Nathanael Behane wird Vierter, Sechster, Luis Verwacke, Achter, Josef Stari. Sonst sind noch mit dabei von unserem Team Lukas Spengler, Mansur Alitani und Josef Benetzeda, der fleischgewordene Besenwagen, wie ihr so schön sagt. Ja, das hier sind die einzelnen Wertungen. Verwacke Zweiter in der Nachwuchswertung und hey, Erster in der Teamwertung sind wir aktuell. Das ist schön. Und als nächstes sehen wir uns dann wieder beim Giro d'Italia zum Zeitfahren. Das könnte sehr, sehr interessant werden. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Ich bin's, ganz ehrlich. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao und so.